Das Handlungszentrum, das sogenannte Bella Center, ist enorm. Man braucht eine Viertelstunde etwa, vom einen Ende zum anderen Ende zu laufen. Hier sehen wir einen Teil, der öffentlich zugängliche Teil ist, wo viele Menschen sitzen, zusammen reden, sich auch kennenlernen, wo die Länder miteinander sprechen, auf eine sehr informelle und offene Art. Es hat ganz viele Menschen hier. Es gibt bis zu 30.000 Bewerbungen beim UN-Sekretariat, aber das ist der große Unterschied. Es gibt einen Teil der Menschen hier, die verhandeln. Das sind die Regierungsvertreter. Das sind die, die hier wirklich den Kopenhagen-Deal knüpfen. Die anderen sind die sogenannten Beobachter. Das sind die Umweltschutzorganisationen, Akademiker, Industrielobbyen, Jugendorganisationen, Gewerkschaften und so weiter und so fort. Diese dürfen nicht mit verhandeln. Die dürfen beobachten. Die dürfen ihre Positionen außerhalb der eigentlichen Verhandlungsräume kundtun, aber sie sind nicht diejenigen, die den Deal machen. Wir sind hier in dem Teil des Konferenzzentrums, wo die verschiedenen Büros der Delegationen sind. Hinter mir sehen Sie jetzt gerade das chinesische Büro. In diesen Büros werden die Regierungen, aber auch die Beobachter ganz genau schauen, was wird in den Verhandlungen genau gesagt. Dann ziehen sie sich zurück, besprechen das hier und passen ihre eigenen Strategien oder eben Positionen an und gehen dann wieder in die öffentlichen Verhandlungsräume, wo sie das, was sie hier ausdiskutiert haben, vortragen werden. Diese Büros, da kann man dann nicht einfach reinmarschieren und zuhören als Normalsterblicher. Das sind die Räume, wo wirklich vertraulich bestimmt wird für die Regierungen, aber auch für die Observer, wie sie ihre eigenen Positionen entwickeln zu den Themen, die hier verhandelt werden. Hinter uns sieht man jetzt den EU-Pavillon. Die EU als Block von 27 Ländern hat natürlich ein besonders großes Gebiet. Die haben verschiedene Meetingräume, wo sie sich treffen. Genau gegenüber von dem EU-Pavillon ist amüsanterweise der US-Pavillon, den man jetzt hinter uns sieht. Und die USA sind natürlich einer der anderen extrem wichtigen Verhandlungspartner innerhalb dieser Verhandlungen. Die USA hatten ja das Kyoto-Protokoll schlussendlich nicht angenommen. Also viele Augen schauen im Moment auf die Vereinigten Staaten, um zu sehen, wie verhält sich die Vereinigten Staaten hier in den Verhandlungen. Dies hier ist einer der beiden großen Plenarsäle. In diesen finden sich alle Nationen wieder. Die sitzen an einem vorgeschriebenen Platz, das ist alphabetisch geordnet, was dann auch dazu führt, dass manchmal seltsame Länderkombinationen nebeneinander sitzen. In diesen Sälen wird eigentlich das verabschiedet, was in den verschiedenen Unternegotiations, in den Zwischengruppen, in den Untergruppen, die da verhandeln, vorher festgezurrt wird. Wir haben gerade China gesehen, wie Sie gesehen haben, knallvoll, alle Plätze belegt. Auch dort, wo man nicht sitzen kann, stehen die Menschen, um zu hören, was hier läuft. Die Beobachter, die können halt, wie auch der Name schon sagt, nicht selber die Verhandlungen führen. Das ist der Job wirklich der Regierungen. Was sie aber machen können, ist die sogenannten Seiten-Events zu organisieren. Es gibt hier buchstäblich hunderte von Events. Das geht morgens um 9 Uhr los und bis abends durch, ein Event nach dem anderen. Eine ganz wichtige Funktion kommt in verschiedenen Cafés und Sitzgelegenheiten zu. In diesen Cafés treffen sich die Verhandler, aber auch die Beobachter und die Verhandler mit den Beobachtern. Und da wird vor allem auch eigentlich die riesige Maschinerie der Gerüchteküche genährt, die ganz, ganz stark vorhanden ist in diesen Verhandlungen, wo eben ein Teil auch hinter verschlossenen Türen stattfindet. Das letzte sehr wichtige Gebiet innerhalb der Konferenzräume sind eigentlich die Medienräume. Es hat Jahrhunderte und es wird Tausende von Medienobservern geben. Diese müssen natürlich Zugang haben zu den Delegierten, aber sie verschaffen sich auch Zugang zu den Umweltorganisationen und zu den Business-Lobbys, um herauszufinden, was müssen wir zurückberichten an die Bürger der Welt über das Bella Center, über Kopenhagen und die Zukunft der Menschheit, die hier geschrieben wird.